In Hamburg finden alljährlich die Harley Days statt. Deutschlands größtes Motorradtreffen mit bis zu 40.000 Teilnehmern. Viele Bikes sind Unikate, aber nicht alle Umbauten sind legal. Die Polizisten der Kontrollgruppe Grat aus Hildesheim kontrollieren die deutschen Easy Rider auf der A7. Harley ist eine Philosophie, ist für viele ein Lebenstraum. Ist halt ein hochwertiges Motorrad, was man auch gut individuell gestalten kann. Also jeder, der sich eine Harley kauft, der versucht natürlich, dieses Motorrad irgendwie auf sich individuell zurechtzuschneiden. Und gerade bei so Anlässen wie bei den Harley Days, da möchte halt jeder das zeigen, was er hat, was er an seinem Motorrad geändert hat. Und dann wird alles das angebaut, was manchmal halt auch nicht erlaubt ist. Der erste Kontrollfall. Original ist hier kaum noch etwas. Die Lehne ist extra, das Ritzlicht, das Schutzblech, die Sitzbank, jede Menge Chromteile, die halt genauso aussehen, nur verchromt sind. Ne? Die Auspuffanlage komplett. Alles eingetragen. Der Tacho an der Seite, der Luftfilter, oben die Lenkerreiser mit den Kabel innen verlegt, mit den Kontrollleuchten oben drin, die Blinker. Die Gabel ist 10 cm verlängert. Der ganze Kabelbaum ist halt neu gemacht worden, ne? Aufgrund der Veränderung, weil der Tacho sonst oben war. Es musste alles umgelegt werden. Ne? Und die Kabel sind alle hier durchgezogen, durch den Lenker, kommen hier unten raus. War also eine haltende Arbeit. Ich hab Spaß dran. Nee, so nicht. Die gibt's nicht normal. Soll halt meine sein. Seit der Zulassung irgendwas verändert, was hier noch nicht drin steht in den Papieren? Nee, alles, was drin steht, kommt. Alles, was verändert wurde, ist auch eingetragen. Beide Seiten. Gut. Ich denke mal, es dauert länger. Gucken wir mal, ja. Wenn alles ordnungsgemäß eingetragen ist. Alles eingetragen, das Einzige, was ich Ihnen sagen muss, was nicht geht, können Sie aber nachprüfen. Die Kennzeichenbeleuchtung geht nicht. Mhm. Ich hatte in Hamburg eine Panne, hier sind die Spuren noch. Mhm. Mir ist der Kennzeichenhalter eine Schraube gebrochen, dann okay. Ist er abgerissen. Der Abweiser ist auch weg, dabei verloren gegangen. Mhm. Dann ist er rein, hat das Ventil abgerissen, ich habe auf der Autobahn Platten gekriegt. Hat mich also bald hingelegt und das ist repariert worden in Hamburg. Und ich habe nur gesagt, die hätten so 3 Stunden mehr gebraucht. Da habe ich gesagt, lass das Kabel unten rauslegen, das mache ich zu Hause. Ich fahre sowieso im Helm. Ja. Wir gucken mal. Die Erklärungen des Bikers klingen plausibel. Polizist Michael Oberheide überprüft die Aussagen und inspiziert das Motorrad genau. Und hier unten guckt das Kabel raus, sehen Sie? Da hängt's. Da habe ich gesagt, das mache ich selber zu Hause. Da hätten die nämlich 3 Stunden mehr bei Harley. Das ist für mich mit Sicherheit nochmal 300 € gekostet. Die Umbauten sind im Fahrzeugschein vermerkt. Doch Michael Oberheide ist akribisch. Ihm entgeht nichts. Ist das ein anderer Luftfilter als der, der eingetragen ist, ne? Nee. So? Nein, das ist der Original, der Luftfilter dran. So wie das heißt, nee, Entschuldigung, ich habe den doch nachträglich gekauft. Stimmt. Haben Sie recht. Weil das Problem ja, ist. Ja, der war nicht dabei, stimmt. Dass das ein Luftfilter ist mit offenen Lamellen. Ja. Ne? Genau. Und ein Luftfilter mit offen liegenden Lamellen ist grundsätzlich nicht eintragungsfähig. Nicht eintragungsfähig bedeutet, dass hier die Fahrt für den Motorradliebhaber zu Ende sein könnte. Ich probiere das nachzuvollziehen. Dauert ein paar Minuten. Ja, ist kein Problem. Und komm dann gleich wieder. Ja. Gut, dass bei dir alles eingetragen ist. Er will ja nun gerne was finden, ich versteh's ja. Sollte dem Biker hier tatsächlich ein Fehler unterlaufen sein? Klarheit soll jetzt das Internet schaffen. Die Beamten recherchieren, während das Paar nun doch etwas nervös wirkt. Hat jemand noch Zeit für Sie, wenn er die ganze Zeit was? Na klar, natürlich. Kein Ding. Das machen wir nur im Winter, im Sommer fahren wir. Und vor 2 Jahren haben wir auch die ganze Côte d'Azur abgefahren, Südfrankreich. Wir machen schon viele Touren. Das sind nicht die, die immer nur in der Stadt auf und abfahren. Wir machen jeden alles Tag von gefahren, der Haustür aus. Wir sind keine Hängerfahrer. Die beiden sind Harley-Veteranen. Der Beamte hat sich inzwischen kundig gemacht. Der Luftfilter ist schon älter und besitzt so tatsächlich Bestandsschutz. Wie gesagt, heutzutage wären so offen liegende Luftfilter nicht mehr eintragungsfähig. Gut, scheinen sie entsprechend sein, Glück zu haben. Ne? Gut, okay. Nichtsdestotrotz bleibt hinten die Kennzeichenleuchte. Ne? Die mache ich zu Hause. Oh, das war ja wegen dem Rad. Genau, kümmern Sie sich. Ne, das hätte mich wirklich gefreut. Ich glaube Ihnen das heute mal entsprechend. Ja. Ne? Sie sehen es ja heute. Vertraue drauf. Du hast ja auch die Rechnung genau. Sonst hier. Ja, ne? Nee, die hat Olli. Die habe ich im Olli gegeben. Vertraue entsprechend darauf, dass Sie zu Hause das dann in wieder ordnungsgemäßen Zustand mit Querstrebe und allem, was dazugehört, entsprechend herstellen. Das Paar ist back on the road und kann seine Fahrt fortsetzen. Immer mehr Biker sind rund um Hamburg auf der Autobahn unterwegs. Den Polizisten fallen 2 lautröhrende Maschinen auf.
Moin. Wollen wir erstmal ausmachen? Danke. Verkehrskontrolle wollen wir machen. Führerschein, Fahrzeug, Papiere. Ingolstadt? Jo. Jawohl, Respekt. Ja, ich bin vorhin heimkommen, die stinkt gerade total. Okay. Der Chopper ist keine Harley, sondern eine Big Dog. Das Design ist speziell. Nicht alles scheint original. Ich denke mal, ein bisschen was ist dran gemacht, ne? Nee. Ja, auf den ersten Blick die Spiegel. Okay, Spiegel. Die sind relativ klein, die werden so nicht in Ordnung sein. Das ist sowas, wirklich. Nächste Woche Geburtstag das Motorrad. Weiß ich auch, ne? Wird zu 14. Ein stolzes Alter. Da kann es schon mal vorkommen, dass das Material ermüdet. Aber diese Maschine hat offensichtlich Sicherheitsmängel. Ist das der Blinker gewesen? Oder was? Ja, der Blinker. Den hast du gerade zerlegt von der Fahrt, ja. Ja, gut. Ist auch nicht mehr da. Ein Mangel, den die Beamten so nicht tolerieren können. Sorgen bereitet ihnen auch der Auspuff. Dann haben wir eine Vance & Heinz Auspuffanlage dran, die in aller Regel zu laut ist. Torben, findest du eine E-Nummer? Wo ist das E? Wo ist das E? Das ist immer das Gleiche. Die E-Nummer beweist die EU-Zulassung. Jetzt ist natürlich auch schweinedreckig. Hier diese Blende drüber sitzen. Ja. Gut. Ich werde euch immer nach einer E-Nummer suchen am Auspuff. Ich denke, die ist reichlich laut. Sie hat eingetragen 95 dBA. Ich würde Sie bitten, mal die Maschine darüber zu fahren. Ja. Ja, Verwalter noch, ne? Die läuft fett, ne? Mit einigen Problemen. Dafür jetzt aber richtig laut. Wie laut wird jetzt die Geräuschmessung zeigen? Einmal so auf die Linie, das geht. Perfekt. Einmal auf den Seitenständer gleich laufen lassen. Das war ein Custom-Bike, das war schon individuell, ja, unzuverlässig, unbequem. Also ich selber würde so ein Motorrad nicht fahren. Dann Vergaseranlage noch dran, keine Einspritzanlage. Und er meinte selber, dass die war erst beim Service. Und trotzdem, durch diese ständigen Vibrationen, hat sich anscheinend die Vergaseeinstellung wieder geändert. Deswegen lief die auch so grottig. Das sind ungute Vorzeichen. Einsatzleiter Jörg Eisebitt packt seine Prüfinstrumente aus. Das sind alles Werte, die festgeschrieben sind. Wir müssen in einem Winkel von 45 Grad in einem Abstand von 50 Zentimetern messen. Und das machen wir jetzt halt mit diesem Winkelmesser unter Zuhilfenahme des Zollstockes. Und dann ist die Messung für uns auch beweiskräftig fürs Gericht. Und schon vor der eigentlichen Messung wird klar, der Geräuschpegel des Bikes liegt erheblich über dem Soll. Also er darf ja 95 dBA haben und 100 hat er im Leerlauf, also jetzt schon. Um die exakten Geräuschemissionswerte zu ermitteln, kommt spezielle Technik zum Einsatz. Wir müssen für die Messung einen externen Drehzahlmesser nehmen. Wir haben hier einen Drehzahlmesser, der elektronisch arbeitet, einmal über Klopfsensor und auch einmal über Geräusch. Und damit können wir die Drehzahl exakt ermitteln. Die nötige Umdrehungszahl ist je nach Modelltyp unterschiedlich. Wie viel Umdrehung? 3500, gut. Das ist eine Vance & Heinz Anlage, das ist eine amerikanische Auspuffanlage. Ich gehe mal ganz einfach davon aus, dass sie gar keine Zulassung hat. In Amerika darf es halt so laut sein, wie sie will. Und die Auspuffanlage, die normalerweise eingetragen und verbaut sein müsste, die ist hier nicht da. Sind fertig. So, 95 sind eingetragen. Wir haben jetzt dreimal gerichtsverwertbar gemessen. Der geringste Wert, das sind 112,9, wird rechnerisch aufgerundet auf 113. Der wird Ihnen dann abzüglich von 5 dBA Messtoleranzen, die wir hier haben, weil wir in einer freien Natur messen, bleiben 108 über. So, weil das war bei 13 dBA Überschreitung sind. Das ist zu viel. Also, ich sage mal, wenn Sie hier aus der Nähe kommen würden, dann würden wir das gerade jetzt hier stilllegen, weil sie definitiv zu laut ist. Wobei ich diese Vance & Heinz Anlage sowieso nicht in den Papieren eingetragen fand. Da war eine andere Anlage eingetragen. Okay, ich hab's echt zukauft. Das glaube ich. Aber ich wusste nicht mein Problem. Ne? Sie brauchen jetzt auch erstmal nichts. Also, Sie brauchen sich nicht selber belasten vor der Polizei, da muss ich Sie belehren. Weil hier liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor, nämlich eine erlöschende Betriebserlaubnis. Okay. Und zwar ist hier die Geräuschemission erheblich zu laut. Erheblich zu laut ist bei uns ab 10 dBA. Und deswegen erheblich, weil ab 10 dBA die Geräuschentwicklung für das menschliche Gehör sich verdoppelt. Ne? Also wenn ich eine Erhöhung um 10 dBA habe, ist das für das menschliche Gehör eine Verdopplung. Und deswegen wäre jetzt für Sie, wenn Sie in der Nähe wohnen würden, die Fahrt zu Ende. Okay. Sie jetzt nach Ingolstadt fahren zu lassen, um Anhänger zu holen, das gerade hier abzuholen, das ist aber unverhältnismäßig, weil wir reden hier über eine zu erwartende Geldbuße von 90 Euro.
Wir werden eine Anzeige schreiben, wir werden sie nach Hause fahren lassen, aber zu Hause ist die Fahrt dann zu Ende. Jörg Eisebitt hätte durchaus eine härtere Strafe aussprechen können. Der Biker zeigt sich schuldbewusst. Dass sie nicht ganz im Rahmen liegt, dachte ich mir schon. Ich bin jetzt 5 Jahre so gefahren, dass nichts passiert. Und es ist alles in Ordnung, die Bremsen gehen, es ist halt laut, okay, das ist nicht richtig, aber... Das ist ein Umweltverstoß. Ja, wenn das jetzt ein sicherheitsrelevanter Mangel wäre, dann hätte er... Ich sage, ich kriege keine Punkte. Nein, kein Punkt. Boah, ich bin eh knapp dran, gell? Doch die 90 Euro Bußgeld dürften trotzdem wehtun. Hinzu kommen die Reparatur- und Umbaukosten von Motor, Spiegeln, Blinkern und Auspuff. Und das muss man halt im Hinterkopf haben, wenn man viel an seinem Motorrad bastelt, dann wird man noch viel angehalten. Das ist ganz klar. Ne? Umso auffälliger das Motorrad ist, umso eher kommt es auch in die Kontrolle. Auch das Bike des zweiten Motorradfahrers lärmt verdächtig laut. Zu laut?